Zu Hause ist zu Hause, das möchte ich auch dir sagen, lieber Jan. Du bist aus dem Urlaub zurück, du bist wieder zu Hause und wir haben mal nachgerechnet und die Zuschauer haben mitgerechnet und haben festgestellt, dass keiner im deutschen Fernsehen, und das möchte ich dir voller Ehrfurcht sagen. Das ist jetzt die Stelle, wo ihr gerade behauptet habt, es kommt irgendwas Aktuelles und ich keine Ahnung hatte. Du hast keine Ahnung. Ja. Weil es nämlich so ist, dass nur die Harten kommen in den Garten und Jan Hahn ist der härteste von allen. Er hat nämlich, und jetzt kommt, seit 11 Jahren durchgängig das Frühstücksfernsehen moderiert. Was? Ja, ohne Pause, krass. Außer natürlich deine Südostasienreisen, die du mal zwischenschiebst. Aber ansonsten hat es noch keiner geschafft, außer du. Und deswegen haben wir die allerwunderschönsten Momente dieses Kollegen Jan Hahn. Ach, das ist ja für sie und für dich zusammengetragen. Aber die sind auch schöne Momente. Ja, wir gucken mal. Bin gespannt. Das Sat.1-Frühstücksfernsehen feiert 11 Jahre Jan Hahn. Das sind 11 Jahre feinste deutsche Fernsehunterhaltung. Guten Morgen, es ist Montag, der 10. Januar 2005. Ein Mann mit vielen Talenten und mit vielen Fans. Darunter solche Leute wie Will Smith, also wirklich die größten Stars der Erde und des Weltraums. Das ist Version 1. So kann man eben auch jetzt mal die Haare tragen. Es gibt noch mehr Versionen. Was kann man da noch machen? Die ausgebürstete. Jedes Mittel, jede Verkleidung ist ihm recht. Und steht ihm auch verdammt gut. Damit wir so nah wie möglich dabei sein können, wenn zum Beispiel eine Prinzessin geboren wird. Oder auch wenn eine Königin... Jetzt winkt sie. Jetzt hat sie gerade mir gewunken. Wenn eine Königin auf Reisen geht, mit Jan Hahn erleben wir die größten Stars hautnah. Willkommen im Frühstücksfernsehen, Hugh Jackman. It's great to be here. We all feel better in the dark. Oh nein. Der Remix ist runtergefallen von Where the Streets Have No Name. Am I da, du bist ja der Lehrer, genau. And I do breakfast for you tomorrow. Wir haben uns ja gestern Abend schon getroffen, erinnerst du dich? I love you. Ich liebe dich. Also klassisch bei mir ist ja die Welle. Oh my God! Kannst du das auch? Yeah. What's up, beautiful? Frage von Lotte ist, spielen auch Hunde mit? Du hast schönes goldenes Haar wie der Golden Retriever. Möglicherweise in Deutschland sagt man das. Dan Kruger, vielen Dank fürs Kommen heute Morgen. 11 Jahre Jan Hahn, das sind auch 11 Jahre Erotik im deutschen Fernsehen. Jan Hahn erobert Frauenherzen, egal ob die Frauen wollen oder nicht. Schaffst du es denn heute hoch? Vielen Dank, ich schaff das ganz. Gut. Ich hab ein kurzes Röckchen an, da kann man mal drunter gucken. Ich hab's doch schon in der Hand. 90% aller Männer glauben, dass sie ihren Partner regelmäßig zum Höhepunkt bringen. Selbstverständlich. Bin ich ganz rot. Da hast du ja vorhin so schön gesagt, das sollte jeder im Haushalt haben. Ja? Wie läufst du rum überhaupt? 11 Jahre Jan Hahn. Das sind 11 Jahre Halligalli im deutschen Fernsehen. Ob Extremsport oder Frauensport. Ich merke gar nicht, dass es ein Frauensport ist. Jan Hahn macht alles mit. Quäl dich, du Lusche. Hier gibt es gleich. Hopp, 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 du Pfeiber. Hopp, 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 du Pfeiber. Hopp, 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 du Pfeiber. Wir wecken Deutschland mit Jan Hahn. Montags bis freitags ab 5.30 Uhr. Denn mit Jan Hahn, da brennt die Hütte. Ja. Und das jetzt ist jetzt ganz freundlich von euch. Haben wir noch mal gezeigt, warum du zu Recht seit 11 Jahren hier bist, mein Lieber. Aber die nächsten 11 Jahre zusammen, oder? Ja, das finde ich jetzt auch. Ja. Nee, nächsten 22 Jahre. So, wir sind dann noch jung. Man muss sich ja steigern. Genau. Hast du jemals von einer deiner Gästinnen geträumt? Ehrliche Frage bitte und ehrliche Antwort. Ich träume nur von dir halt. Es gibt manchmal Albträume nach Gästen, ja. Aber von mir so diese Liebesträume natürlich. Es sind erotische Träume, ja. Also das ist sehr schön. Die Testerinnen kommen auf jeden Fall schnell an ihre Grenzen. Aber die Strumpfhosen auch? Oder halten sie den Extremtest aus und bleiben da, wo sie sollen?